Ja, liebe Leute, willkommen zu Star Wars und wir fangen jetzt hier, wie ihr schon gemerkt habt, Galaxieübung an. Ich glaube, es wird mir halb neun, ich bin noch ein bisschen müde. Und ja, ich habe mir vorhin schon ein paar Karten angeguckt und werden wahrscheinlich eine größere Map spielen. Ja, weil ich immer so viel reden, fange ich direkt an. Ja, wir haben ja nicht so viel Auswahl, die Karte habe ich schon mal gespielt. Der hat Ultra Lex. Ich hoffe, das ist bei den anderen Planeten nicht so. Wir spielen die Klonkriege. Ich spiele erstmal auf ja, leicht, da die KI jetzt nicht so schlecht ist. Und natürlich nehmen wir die Separatisten. Und ja. Ich glaube, wir fangen diesmal mit Technologie Stufe 1 an, damit wir uns in Ruhe aufbauen können. So. So, wir müssen jetzt. Das ist unser Plan, also unsere Karte. Ich habe mich schon vor ein bisschen umgeguckt. Alles ziemlich durcheinander. Ich würde erstmal sagen, wir fangen hier hinten an. Also nicht hier, hier, sondern hier können wir nämlich ein paar bisschen Geld reinpacken, um uns hier aufzurüsten. Ihr seht, hier gibt es nämlich nur spezielle Gebäude für Minen. Hier, das gibt auch ein bisschen Geld. Dann würde ich mal sagen, was haben wir denn eigentlich alles hier? Schicken wir die Flotte mal da runter. Ja, ich muss diese Tipps wieder ausschalten, die brauchen wir nicht. Mal gucken. Militär ist die Republik höher. So, hier haben wir Geonosis. Hier würde ich mal sagen, wollen wir mal eine Mine hin. Oder noch eine. Und eine Druidenfabrik erstmal. Genauso. Okay, die Planeten wird wahrscheinlich kein Feind angreifen. Ich gucke erstmal, dass ich hier oben was aufgerüstet kriege mit Fabriken. Dass wir da Panzer herstellen können. Ah, hier müssen wir auch. Oh, hier gibt es diese Forschungseinrichtung. Können wir noch woanders bauen? Anscheinend nicht. Gebäude wird errichtet. Aufbau beginnt. Puh, ist natürlich doof, wenn wir jetzt nur alle auf einem Planet die Forschung. Ah, hier oben auf Monlis können wir noch machen. Okay, würde ich sagen, wir machen das hier oben auf Monlis. Die Forschungseinrichtung. Müssen wir halt gut beschützen. Warte mal, Magito. Was hast du für eine Raumstation? Na, Stufe 2 erst. Nicht so toll. So, was haben wir denn über Geonosis alles? Wir haben 4 Bankenklanfregatte, einen Providence-Kreuzer, einen Lucrohor-Kreuzer und einen Patrouillenboot. Wyloth ist gut wie voll. Was haben wir hier? Können wir hier noch Minen bauen? Nein, aber können wir hier so eine Stützpunkt bauen. So, was haben wir hier alles? Ich baue jetzt mal überall möglichst Fabriken auf dem Boden, dass wir uns ein wenig schützen können, falls der auf den Boden kommt. Da sind wir gerade dabei, da sind wir auch dabei. Hier fehlt noch. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Also ist fertig, hier können wir uns das nächste Upgrade kaufen. Das ist schon teuer. Wir brauchen noch erstmal unsere Mini. Okay, die Mini müssen alles noch fertig gebaut werden. Und unser Geldeinkommen. Gut, wir haben kein Geld mehr. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Gut. Können wir noch eine Mine bauen. Slough Wayne. Konstruktion abgeschlossen. Okay. Die haben sich einen leeren Planeten geschnappt. Ist mir jetzt egal. Ich brauche Geld. Hut war auch leer. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen.
So, jetzt haben wir Geld. Aufbau beginnt. Ich mache erstmal auf Pause, um überall weiterhin Fabriken zu bauen. Aufbau beginnt. Dass wir wieder fleißig Geld, dass wir noch mehr Geld bekommen. Gut, hier haben wir schon. Hier haben wir noch nicht. So, wir haben, da haben wir auch noch nicht. So, jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Konstruktion abgeschlossen. Aber ich bin heute echt nicht so gut. Ich bin halt ein bisschen müde. Also auf jeden Fall müssen wir versuchen, irgendwo sozusagen einen Abschnitt zu bekommen, dass der komplett uns gehört, um uns da zu koordinieren. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Und das ist alles leider durcheinander. Warte mal, Isoc 3 ist doch leer, ne? Dann schicke ich da mal einen Druiden-Kampftrupp hin, der nimmt das mal ein. Abgeschlossen. Der Planet ist ja leer, also zack, mein Planet, Raumstation und erstmal eine Druidenfabrik hin. Und wir haben ein bisschen Geld bekommen wieder. Und wir haben schon wieder Geld bekommen. So, dann würde ich mal sagen, wir müssen mal so langsam, ich glaube, wir machen erstmal das nächste Tech-Upgrade, weil wir noch gar keine Panzer haben. Obwohl, zack, und dann die Tech-Aufrüstung. So, wie hier haben wir schon, ne? Ich sage mal, wir ziehen noch ein paar, eine Bankenkleinfregatte. Die heißen ja an, die heißen anders, aber ich nenne selber Bankenkleinfregatte. So. Polis Massa. Ich glaube, ich hätte mal Bock, Polis Massa anzugreifen. Utapau ist ja frei. Ich werde ja wahrscheinlich auf Utapau jetzt erstmal eine Flotte bauen. Und dann direkt Polis Massa angreifen. Konstruktion abgeschlossen. Erstmal Geld. Ja gut, ich werde dann wahrscheinlich dann hier, wenn ich so weit komme und das Spiel keine Probleme macht, Coruscant als letztes angreifen. Da ist auch eine Raumschlüssel nur Stufe 5. Bei uns haben wir sie auf Ripori. Und auf Geonosis. So, ich werde dann jetzt hier, wo werde ich das bauen, auf Moos, ne, auf Utapau wollte ich genau, und jetzt eine Flotte bauen. Einheit wird produziert. Ja, jetzt haben wir sein ganzes Geld wieder raus. Ich kann doch eine Mine bauen, ne, habe ich ganz verpennt. Also ich breche mal eine Bankenkleinfregatte ab und hau mal hier noch eine Mine hin. Und eine Fabrik. So wie hier können wir auch 2 Minen und eine Fabrik. Oh, meine Nase. So. Gut. Ganz okay aus. Müssen halt ein bisschen warten, bis die Schiffe hier fertig sind. Aber da sie jucks. Dann werde ich da hinten ja Polis Massa angreifen. Battlefront, eine ziemlich geile Map. Das ist auch so ein Stützpunkt auf den Asteroiden gewesen. Einheit wird hergestellt. Fahrzeug wird produziert. Gut. Also haben wir irgendwo ein großes Schlachtschiff hier. Ja, wir haben eins auf Sloth Wayne. Ich glaube, das lasse ich da erstmal. Dann schauen wir mal, was wir noch angreifen könnten. Was haben wir denn eigentlich hier so für Schiffe? Ein Horrorkreuzer, die werde ich hier lassen. Ja, sonst können wir erstmal nicht so viel machen, ne? Außer halt jetzt ein bisschen warten, bis wir wieder Geld bekommen. Auf das Tech-Upgrade. Hier können wir noch eine Mine bauen. Ich mach das mal so. Hier mach ich auch.
auch mal noch eine Mine. Er möchte auch machen noch mal so eine leichte Fabrik. Gut. Ich bin heute echt komisch drauf, tut mir echt leid. Ich habe jetzt einfach Bock, das Spiel zu spielen. Ja, ich habe dich gehört. So, auf jeden Fall brauchen wir echt, müssen wir echt aufpassen, wo der Feind angreifen wird. Ich möchte möglichst wenig Planeten verlieren. Aber anscheinend, wir werden eh welche verlieren, also. So, einmal möchte ich noch den hier haben. Den. Konstruktion abgeschlossen. Gut. Hin da zu unserer Utter Power Flotte. Ich mal noch eins. oder ich hole hier noch die zwei. Ja, die sollten reichen. Damit jetzt, wenn ihr jetzt neu gebaut, das gucken wir noch mal. Ich mache mal erstmal Pause. Ich gucke erstmal, wo wir noch überall was gebrauchen könnten. Wir brauchen noch Fabriken. Ich würde sagen, ich hau jetzt die restlichen Planeten erstmal alles mit Fabriken voll. Ja, und schon haben wir kein Geld mehr. Und erstmal speichern, das ist wichtig. So, ich habe jetzt ganz schön viele Speicherstände schon hier. Den brauchen wir ja nicht mehr. Und wir sind gleich Tech-Upgrade. Ich glaube, darauf warten wir nochmal. Na komm. Tech-Aufrüstung abgeschlossen. Und wir haben jetzt hier, wie ihr seht, Jango Fett bekommen. Und wir könnten bald jetzt diese Geschütze bauen. Konstruktion abgeschlossen. Das ist gut. Und wir können GAPs bauen, das ist noch besser. Und schwere Fabriken. Sollte ich jetzt erstmal hier durchgucken. Auf den gefährlichen, also die Planeten, die zu drohen, gedroht, die wir verlieren könnten, baue ich jetzt erstmal überall diese Flakkanonen hin. Und ja, ich würde mal sagen, reicht die Flotte. Oh, jetzt werde ich angerufen. Boah, egal, wir sehen uns gleich wieder. So, dann bin ich, wir machen jetzt weiter. Boah, wie mich die Leute mal nerven müssen. Das ist ein scheiß Problem. So, auf jeden Fall, wir greifen jetzt Pugis Masse an. Konstruktion um hier unten halt so eine Ecke Ruhe zu haben. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ja, machen wir das halt selber, ne? So, Stützpunkt Tarnungsraumstation. Wir haben eh keine Suchtruinen. So, wir haben unsere Flotte. Ja. Eigentlich nicht schlecht, aber wir bekommen leider keinen Jäger. So, ihr müsst mal hier nach vorne kommen. Erstmal alle Maschinen stopp. Ihr kommt nach vorne. Gut. Und jetzt könnt ihr alle angreifen. Nur nicht so möglichst breit verteilen wegen Asteroidenfeldern. Ein bisschen komisch aus, aber das ist anscheinend dieser eine Schützpunkt aus dem Star Wars Universum, auch vom Battlefront, aber ein bisschen klein geraten. So, wo sind denn die Klone? Hä? Sind das irgendwo kleine Jäger oder so, die eigentlich überhaupt gar kein Problem darstellen? Oh, da haben wir ein paar. Yes, sir. Wollt ihr die auf die mal schießen? Okay, es passiert... Na, endlich mal ein bisschen Action. Schon sagen, kann doch nicht sein. Dass sie überhaupt nichts machen, die Feinde. Oder unsere Schiffe. So, wir bekommen auch ein bisschen Geld für jede Einheit hier, wie ihr seht. Schrottverwertung.
Für jeden Kill bekommen wir ein bisschen Geld. Das heißt, können wir jetzt mal in Angriffsposition gehen und müssen halt dafür aufachten, die feindlichen Jägern abzuschießen. Und ansonsten sieht das nicht so schlecht aus. Mal darauf achten, dass wir nicht so viel Verluste machen. Also die Patrouillenboote sind eh eigentlich scheiße, ich mag die nicht. Oh, da oben kommt Atlantikkreuzer. Wir machen aber einen Schaden an unserem Bankenclan-Fregatten. Na kommt jetzt mal hinter. Schieß mal auf die Feinde hier. Mann, Mann, Mann. So, boah, wie viele von diesen... Wie heißen sie jetzt? Ja, diesen V-19. Richtig heftig, aber die zerstören wir jetzt alle in die Ruhe. So wie ihr müsst mal auf die Korvetten schießen, dass wir die kaputt kriegen. Und hier schießt doch mal endlich weiter auf die Raumstation. Irgendwie sind die Schiffe heute ein bisschen besoffen oder haben halt keinen Bock. Weil die echt die ganze Zeit am Pennen sind. Aber wir haben schon zwei von diesen Dingern hier verloren. Ja komm, los, jetzt schießt doch endlich mal die Raumstation hier kaputt. Und mit denen werde ich hier oben versuchen, die Feinde so lange abzulenken. Irgendwo hat er hier noch... Nee? Wo hat er denn seinen Dreadnought hingeschickt? Egal, wir sorgen jetzt dafür, dass die Raumstation erstmal vernichtet wird. Los, jetzt schießt doch mal. Erstmal den Hangar hier vernichten und ihr schießt alle mal auf die Dreadnought. Das ist doch, ne? Sag mal ja. Yep. Ein Dreadnought-Kreuzer. Und die machen den Rest hier. Ist sehr scheiße, dass wir keinen Jäger haben. Na komm. Bitte die kaputt? Ja, sieht ganz gut aus. Raumstation ist jetzt auch kaputt. Zack, das war's mit der Raumstation. Jetzt haben wir noch die letzte Dreadnought hier, die auch auseinandergenommen wird. Und wir haben unsere erste Schlacht direkt gewonnen. Ich glaube, wir haben ein paar von diesen Anti-Jäger-Dingern verloren. Ja, boah, wir haben zwei Stück verloren. Tja, und Police Master gehört direkt uns. Müssen wir wieder warten, bis wir wieder Geld bekommen. So. Bestmanner Stufe 3, Rotat Stufe 2. Nicht so leicht. Konstruktion abgeschlossen. Ich würde gerne hier dann ein paar von denen hier bauen. Von Techno Union. Zwei Stück und dann wusste ich irgendwo noch mal unten die Flakkanonen aus. Hier haben wir sie jetzt schon fertig. Nein, ich wollte nicht Coruscant, ich wollte meinen Planeten hier gucken. Yep. Hier können wir keine schwere, also hier kann ich mal direkt eine bauen. Und jo. Hier hinten irgendwo noch Minen bauen oder sowas. Nein. Schade. Gut, ich würde mal sagen, dann beende ich jetzt diesen Part. Ich nehme noch einen auf und dann mal schauen. Schon wieder genervt von der am frühen Morgen. Mann, Mann, die Leute nerven mich ohne Ende teilweise. Egal, also wir sehen uns dann gleich wieder.